Gut, ich gebe meinen Bildschirm frei. Ja, ich habe hier zwei Slides vorbereitet. Ich hoffe, ihr seht jetzt das. Ist das richtig so? Gut, danke. Also ja, herzlich willkommen zum ersten Alumni-Online-Talk Informatik. Heute zum Projekt «Wir lernen weiter» mit dem Tobias Schär. Mein Name ist Oliver Hirschi, ich bin Dozent und Leiter E-Banking, aber sicher an der Hochschule Luzern am Departement Informatik. Und bin Alumni-Verantwortlicher vom Departement Informatik. Wir haben ja die Alumni-Informatik, die Alumni-Hochschule Luzern, der Gesamthochschule. Und dann gibt es pro Departement, gibt es eine Departementsgruppe und es gibt auch so als Bindeglied ins operative Departement hinein, jeweils einen Alumni-Verantwortlichen. Und vom Departement Informatik bin ich das und darf ich da deshalb heute herzlich begrüßen zu dem Alumni-Talk. Gut. Ja, heute, wie gesagt, das Projekt «Wir lernen weiter». Gut, das Projekt hat einen definierten Start und ein definiertes Ende. In dem Sinn, aber Tobias, du wirst da mehr darüber erzählen, ist es nicht mehr ein Projekt, sondern eher ein Verein, eine Dienstleistung oder was ihr auch immer anbietet. Da hören wir dann nachher viel davon. Tobias Schär ist der Gründer und Geschäftsleiter von dem Verein. In einem Teilzeitpensum. Nebenzu ist er noch Business Consultant bei Linkyard und Mitglied vom Bezirksschulrat Muri. Und natürlich auch Alumnus von der Hochschule Luzern. Er hat letztes Jahr, das Jahr Wirtschaftsinformatik abgeschlossen, im 2021. Und wir haben eigentlich schon eine längere Verbindung, vor allem in Projektbegleitungen. Es gibt auch das Departement Informatik im Bachelorstudiengang, so eine Projektschiene, wo parallel zum ganzen Studium eigentlich durch alle Semester durchläuft. Und dort haben wir eigentlich schon relativ schnell mal Kontakt gehabt. Ich habe mir das noch genau nachgeschaut mit den Jahreszahlen. Und zwar im Frühlingssemester 2020 im Rahmen vom NPE 2 Modul, also National Project Experience heisst das, wo man versucht, einfach Theorie und so weiter in Praxis umzumünzen. Ist der Tobias dann auf mich zugekommen, Anfang April, weil ich seine Gruppe betreut habe. Und hat so gesagt, ja, Sie Hirschi, wir müssen da unbedingt etwas machen. Wir möchten unbedingt das Projekt wechseln, zwitzt in dem Modul inne. Weil da etwas am Aufbauen ist, jetzt gerade im Zusammenhang auch mit Covid und Corona. Und wir lernen weiter und hat mir davon erzählt. Und ich bin eigentlich dann sofort auch gerade begeistert gewesen, habe mit der Modulleitung Rücksprache genommen und hätte können wirklich das gerade wechseln. Und hat dann auch im Rahmen von einem Hochschul Luzern Modul am Departement Informatik im Studiengang können das Projekt dort zumal dann auch weiterentwickeln und etwas machen. Ja. Und dann habe ich aus unserer Dienstleistung E-Banking aber sicher auch, wir hatten noch Notebooks gehabt. Ihr werdet sehen, es geht um Notebooks in dem Verein primär, um Hardware und so weiter. Und wir haben dann auch, ich habe Ende 2020 plötzlich gemerkt, ja, wir haben ja noch so 20 Notebooks, die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Und haben die im Januar 2021 auch in den Verein «Wir lernen weiter» können übergeben. Und ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon wieder in anderen Händen sind und gebraucht werden von Schülerinnen und Schülern irgendwo in der Schweiz. Und anlässlich von dieser Übergabe haben wir dann auch die Idee gehabt, da habe ich den Tobias mal gefragt, du kannst doch mal von dem spannenden Verein erzählen im Rahmen von einem Alumni-Anlass. Und jetzt wird das halt so online durchgeführt, aber ich freue mich sehr, dass er heute oben da ist und von dem Verein uns einen Einblick gibt und kann erzählen. Ja, in dem Sinn, danke vielmals, Tobias, bereits jetzt für deine Vorstellung da, für dein Referat. Wir sind sehr, sehr gespannt und würde ich gerne an dich übergeben. Ja, danke vielmals, Oliver, dass ich heute Abend da sein darf. Es ist natürlich auch für uns als Verein eine riesige Chance, überall, wo wir auftreten, weil eben, wir sind zwar schon weit bekannt in der Schweiz, aber natürlich kennen uns weniger alle Leute. Und vor allem ist es auch so, dass man halt in so einem Rahmen einen viel tieferen Austausch auch haben mit spannenden Fragen vom Publikum. Und ja, von dem her, also danke für die Einleitung. Ich glaube, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu mir zu sagen. Ich würde eigentlich lieber euch jetzt gerade zeigen, was wir machen beim «Wir lernen weiter». Und für das teile ich jetzt euch auch einen kurzen Bildschirm. Das seht ihr euch noch kurz selber oder gar nichts. Und jetzt solltet ihr das gesehen haben. Also genau, «Wir lernen weiter». Ah, noch kurze Frage, gell? Die Fragen am Schluss, Oliver, ich bin mir nicht mehr sicher gewesen.
Wenn jemand Fragen hat, haben wir am Schluss eine Frage. Ja, wir haben am Schluss eine Fragerunde geplant. Ja. Okay, die top. So ein Slogan für faire Chancen in schweren Zeiten. Der Grund dafür oder die Motivation hinter dem Wir lernen weiter ist eigentlich eine ganz einfache. Wir wissen ja alle, die Digitalisierung ist halt überall. Entsprechend gibt es auch Leute, die ohne Zugang zu dieser digitalen Welt ganz klare Nachteile haben. Und oftmals dort, wo tätige Kräfte fehlen, dort fehlt auch das entsprechende Geld, um entsprechende Umstände können zu beheben. Also die Idee ist eigentlich ganz eine einfache. Ich weiß halt nicht, ich habe immer noch auf der Folie so ein bisschen Fun Facts oder Not So Fun Facts, in dem Fall jetzt. Da ist zum Beispiel das Armutsquote vom Jahr 2019. Und wir sehen dort vom Bundesamt für Statistik, dass wir dort schon eine Armutsquote von 8% der Einwohner in der Schweiz hatten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Covid-19 auch dort wird Folgen haben und entsprechend vielleicht die Prozentzahl ein bisschen hoch wird treiben. Darum ist mir da einfach Gedanken gekommen, Anfang April, hey, look, machen wir doch irgendetwas mit alten Laptops, es liegt ja eh tonnenweise Zeug rum. Und es hat ja eh nicht jede Familie genug Ausrüstung. Wieso macht man da nicht irgendeine Plattform, wo man entsprechend alte Laptops kann sammeln, professionell kann aufbereiten und dann eben Armutsbetroffene kann weitergeben, damit die auch an der Digitalisierung können teilnehmen können. Alte Laptops landen ja nicht nur mit dem Elektroschutz. Es gibt auch sogenannte Hardware Brokers. Da gehen die Geräte, die dort verkauft werden, zum Beispiel von Firmen, gehen dann meistens ins Ausland. Und dann wird meistens auch eine Chance verpasst, um da in der Schweiz zu helfen. Genau für so Leute, die sich zum Beispiel Laptops nicht leisten können. Und da ist eigentlich so der einfache Gedanke in der WLW ganz kurz erklärt. Es gibt aber noch mehr Gründe, dass man das eigentlich machen sollte. Also Geräte in der Schweiz behalten, Geräte möglichst reklizieren und vor allem auch armutsbetroffene Personen unterstützen. Wenn man so eine Kreislaufwirtschaft hat, dann hat das einerseits einsparige Steuergelder zur Folge. Weil ihr könnt euch vorstellen, jemand, der eine Stelle sucht, jemand, der sich integrieren muss. Ohne einen Laptop heute werden halt gewisse grundsätzliche Sachen einfach mega schwierig, oder? Ich gebe euch noch ein paar Beispiele dafür. Aus der sozialen Komponente ist auch klar, mit dem Zugang zu der digitalen Welt werden auch mehr Chancengleichheit geschaffen. Und wenn man Gerät länger am Leben behalten, dann ist auch klar, dass dort weniger Elektroschrott anfällt, zumindest temporär, und auch weniger CO2 verursacht wird, wenn man dann vielleicht auch auf kleiner Skala ein bisschen weniger Gerät produziert und vor allem wieder keine Energie dort verwendet zum Verschrotten. Aber ich glaube, das Problem, das wir oftmals haben, ist, dass wir eigentlich vergessen, wie heftig abhängig wir von einfachster Ausrüstung sind in dem Zusammenhang, oder? Können Sie sich einmal vorstellen, in dieser Perspektive von einem Arbeitslosen oder von einer Arbeitslosen? Bewerbungen schreiben, ich weiß nicht, ich würde das jetzt nie auf dem Handy machen, oder? Das kann man natürlich schon machen. In einer Welt, wo aber eigentlich heute die ganze Bewerbungsprozess schon zu einem grossen Teil digital stattfindet, hast du dann automatisch schon einen Nachteil, wenn du entsprechend einfach nur in die Jobwerkstätte oder so kannst gehen, wo du vielleicht eine halbe Stunde mit ÖV ran musst, statt wenn du daheim die Bewerbungsunterlage auch sauber könntest aufbereiten. Genau gleich sieht es aus bei der Integration, zum Beispiel bei der Sprache lernen. Ihr kennt ja vielleicht so Apps wie Duolingo und so, das lange zum als Tourist irgendwo ein bisschen zu überleben. Aber grundsätzlich, wenn du jetzt zum Beispiel auf ein A2-Level oder B1-Sprachlevel musst kommen, dann musst du auch die Möglichkeit haben, um selber ein Schriftstück zu machen und auch dediziert andere Maschinen können Sprache zu lernen. Und dann auch in der Bildung ist klar, im Schulalltag teilzunehmen, das ist natürlich etwas, was in der heutigen Gesellschaft auch immer gang und gäbe ist. Wir an der Hochschule haben zum Beispiel überall Bring-Your-Own-Device-Strategien. In der Volksschule gibt es auch Modul Medien und Informatik. Und dort ist natürlich auch sinnhaft, wenn man dort entsprechend Ausrüstung hat. Aufgrund von der föderalistischen Struktur sieht es aber natürlich an jeder Schule wieder anders aus, wie das Budget aussieht und vor allem die IT-Infrastruktur. Vielleicht neu für spannend zum Wissen: Ein Laptop kostet bei der Herstellung etwa 200 Kilogramm CO2. Das ist etwa so eine Menge, wo ein Auto, so ein Durchschnittsbenziner verbraucht, auf der Strecke von Zürich nach Warschau, etwa 1000 Kilometer. Klingt jetzt auf einem Laptop irgendwie nicht so viel, 200 Kilo CO2 ist ja relativ schnell mal entstanden. Wenn man aber denkt, dass wir wahrscheinlich zig Millionen Laptops in der Schweiz haben, die einfach nur mit Brach liegen oder irgendwo einfach unnötigerweise verschrottet werden, dann ist es eigentlich krass, wie viel Potenzial das in diesem Bereich eigentlich genommen wäre und wir aktuell nicht wirklich gut nutzen. Darum kommen wir jetzt ins Spiel. Im ersten Schritt bieten wir eigentlich eine Plattform, dass Private und Unternehmen
Unternehmungen ihre alten Laptops können abgeben, aber eine gewisse Stückzahl können wir zum Beispiel auch vorbeigehen und die beholen. Oder eben die Leute können zum Beispiel auch bei uns ein Psychologie machen. Wir zeigen auch immer gerne, was wir genau machen in unserer kleinen Zauberwerkstatt. Da tun wir noch die Laptops aufbereiten, was im ersten Schritt die datentechnische Bereinigung machen. Das ist meistens eigentlich verbunden mit einem Festplattenwechsel. Also wir nehmen alte HDDs raus und dann neuere, schnellere SSDs rein tun, weil das schon allein einen riesen Performance-Unterschied auf den Laptops macht. Wir machen dann auch eine Aufbereitung und Aufrüstung vom Gerät allgemein, also zum Beispiel die ganze Diagnostik. Wir tun nachher auch in den meisten Fällen auch den Arbeitsspeicher gerade aufrüsten, wenn wir das Gerät eh schon offen haben. Und dann natürlich auch ein Betriebssystem drauf und noch Applikationen. Ich zeige euch nachher sonst kurz, wie das dann aussieht. Und dann finden noch ein paar Versandvorbereitungen statt und darunter ist das Lager. Und dann im letzten Schritt geht es nachher zu den Hilfesuchenden, die sich bei Partnerorganisationen können melden können, um nachher bei uns einen Laptop zu bekommen. Jetzt eben gerade der letzte Schritt, der ist vielleicht nicht ganz so klar und darum ist die nächste Folie genau dem gewidmet. So verteilen wir nämlich unsere Geräte. Wir arbeiten mit ganz vielen Organisationen zusammen. Das können wir eigentlich so kategorisieren in drei Bereiche, also die Anfragen. Wir haben einerseits Personen, die Sozialhilfe beziehen. Die werden dann über die kommunalen und kantonalen Sozialdienste abgehandelt. Auch Personen im Migrationsbereich, müssen wir dann oftmals mit Migrationsämtern zusammenarbeiten. Und eben zum Beispiel gerade im Bereich von der Working Poor, also Leute, die jetzt zum Beispiel gerade unterhalb von der Armutsgrenze sind, knapp oberhalb, und keine Sozialhilfe beziehen, die tun wir über Hilfswerk und Integrationsorganisationen abwickeln. Und eigentlich können wir alle Anfragen können wir eigentlich in drei Kategorien einteilen. Und entsprechend können wir dann wirklich genau sagen, hey, du musst dich dort melden, du musst dich dort melden. Das heisst, Privatpersonen tun wir eigentlich aktuell nur noch triagieren und Partnerorganisationen dann noch die effektive Bedürftigkeitsprüfung machen. Das ist das folgende Ziel. Wir wollen eben sicherstellen, dass Bedürftigkeit abschliessend gegeben ist und das Gerät auch wirklich dort ankommt, wo es notwendig ist und dass auch die Vergabe nach klaren Kriterien stattfindet. Vor allem zum Beginn des Projekts haben wir einfach Laptops rausgegeben. Oder die Leute haben sich einfach können melden per Online-Formular. Da muss man kein Geheimnis daraus machen. Da ziehst du halt jedes Klientel an. Manchmal mit guten, manchmal mit bösen Ansichten. Und wir haben halt wirklich auch ein paar Geschichten bekommen, die uns dann wirklich gesagt haben, hey, schaut, unsere Kernkompetenz ist es, Laptops aufbereiten und nicht wirklich zu schauen, ob die Leute jetzt einen Bedarf haben oder nicht und wie ihre finanzielle Situation aussieht. Darum haben wir jetzt gesagt, okay, wir machen das ausschließlich über Partnerorganisationen, weil das sind Profis, oder? Die kennen die Leute ja meistens schon, vor allem die Sozialhilfe beziehen, die im Migrationsprozess sind. Und entsprechend ist es eigentlich nicht unsere Aufgabe, um die gleiche Arbeit zu machen, wie das zum Beispiel schon Gemeinden machen. Die Partnerorganisationen zahlen uns auch pro Gerät einen Unkostenbeitrag. Das ist aktuell 150 Franken. Was also aktuell ist vielleicht ein schlechtes Wort, weil wir planen eigentlich gar keine Anpassung zu machen. Ich zeige euch dann nachher noch kurz, für was wir den Unkostenbeitrag verwenden. Und eben auch für euch vielleicht noch etwas, was die Leute oft nicht wissen, ist, es gibt nicht überall gleich viel Sozialhilfe. Also auch wenn man denkt, Sozialhilfe ist etwas, wo in der Schweiz rum ist, oder? Es gibt extreme regionale Unterschiede dort. Also gerade zum Beispiel bei zusätzlicher Unterstützung wie einem Laptop ist meistens die Betreuungsperson oder die Sozialmitarbeiterin oder Sozialarbeiter, die schlussendlich entscheidet. Weil eben gemäss der geltenden Gesetzgebung in den meisten Kantonen haben eigentlich auf dem Laptop nur einen Anspruch Leute, die in einer Ausbildung sind und beispielsweise keine Stellensuchende. Und das finde ich zum Beispiel recht fatal, oder? So, jetzt vielleicht noch, was wir jetzt alles genau machen. Das ist ja nicht nur ein bisschen Laptop sammeln, aufbereiten und dann wieder verteilen. Es ist wirklich viel mehr. Wir nehmen eigentlich unseren Partnerorganisationen ganz viele Arbeit ab. Und zwar zum Beispiel eben die Organisation von den Geräten, Datenlöschung, das Aufrüsten, dann auch die Diagnose. Und dann als nächstes haben wir auch einen einfachen Bestellschritt. Zeige ich euch dann noch ebenfalls auch noch. Wir machen die ganze Logistik, also wir schicken die Geräte auch wirklich zu den Leuten schicken mit der Post. Wir betreiben das Hilfeforum und haben auch so Tutorial-Videos auf unserem YouTube-Channel. Und schlussendlich tun wir auch in dem ganzen Bereich Awareness schaffen. Schlussendlich sind wir also eigentlich nichts anderes als ein Service-Public. Und eben von unserer Arbeit profitiert eigentlich schlussendlich auch jeder Steuerzahler. Weil eben, wenn jemand schneller Arbeit findet, dann kostet er auch weniger schnell wieder Sozialausgaben und kann hoffentlich schnell wieder Steuern zahlen. Das heisst, es ist nicht nur ein ökologisches, es ist nicht nur eine soziale Komponente dabei, sondern auch aus unserer Sicht müssten wir eigentlich genauso denken in der Kreislaufwirtschaft.
Weil eben die Personen, das kostet natürlich Geld, oder? Also vielleicht ein Beispiel, eine Einzelperson, die keine Familie hat und so, die kostet etwa mindestens 3.500 bis 4.000 Franken in der Schweizer Sozialhilfe. Und das ist halt recht viel Geld, das wir dann gleich tragen müssen als die, die verdienen. So finanzieren wir das. Wir haben natürlich auf der Skala, wo wir jetzt arbeiten, entsprechend auch monatliche Fixkosten. Gerade jetzt ein grosses Detail, sind etwa 1.700 Franken Unis Personal. Wir haben einen Ertrag pro Gerät, den wir so abrechnen. Wir haben einen Tonkostenbeitrag von 150 Franken. Komponenten tun wir im Schnitt etwa 20 Franken investieren. Also eben die SSD-Platte kostet etwa 20 Franken. Dann haben wir den Versand und die Verpackung. Das gibt uns etwa so einen Nettoertrag von 118 Franken pro Gerät. Personalkosten, wir damit rechnen, dass wir für eine 100% Stelle 6.000 Franken brutto Personalkosten haben im Monat. Und unser Ziel ist, dass wir mit dieser Ausgangslage eigentlich möglichst selbstständig wirken. Also keine Spenden von Privatpersonen, sondern wirklich, dass die eigentlich uns etwas geben, muss schlussendlich auch von dem profitieren, wenn die Leute wieder angestellt sind. Vielleicht als Rechenbeispiel. Das ist relativ einfach, also für insgesamt 80 Stellenprozent, das ist jetzt das, was wir jetzt aktuell haben, dem müssen wir 60 Laptops im Monat verteilen, um ein positives Ergebnis zu erzielen. Also eben, wir sind jetzt aktuell eher nicht beim, ja, was haben wir jetzt, vielleicht 140, 150 wir pro Monat schon jetzt dementsprechend umschicken. Mir ist natürlich als Geschäftsleiter aber extrem wichtig, dass das jetzt nicht nur dazu führt, dass man schnell viel mehr Personal einstellt, sondern der ganze Verein soll ja wirklich langfristig bestehen bleiben und darum müssen wir jetzt schauen, wie wir das Geld wieder investieren wieder. Und vielleicht haben Sie gewusst, wir sind seit dem 1. April vom letzten Jahr, ups, da habe ich noch einen Fehler drin, eben seit einem Jahr gibt es uns etwa. Und seitdem haben wir eigentlich 1.800 Laptops verteilt. Das sind etwa, wenn man die Laptops aneinander in der Länge tut, sind das etwa 5 Fußballfelder. Wir sind schon etwa 250 Gemeinden dabei. Das sind etwa 12% von allen Gemeinden in der Schweiz. Wir haben 5 Tonnen Laptops rezykliert. Das ist ein bisschen weniger als ein ausgewachsener afrikanischer Elefant. Und etwa 7.500 Tickets auf unserem Service Desk bearbeitet. Das bedeutet etwa 20 Anfragen jeden Tag. Natürlich tun wir dort auch viel mit Automatisierung arbeiten, aber eben, eigentlich wird jedes Ticket von uns auch angeschaut. Genau, vielleicht um euch ein bisschen besser zu zeigen, was es bedeutet, der Abdeckungsgrad. Da ist jetzt eine Karte von der Schweiz. Alle Gemeinden, die grün sind, die sind bei uns schon Partnergemeinden. Also die haben auch mit unserem Vertrag, die haben unsere AGBs akzeptiert und zahlen eben den Umkostenbeitrag und können eben Gräbe stellen. Dann gelbe Gemeinden, die müssen eigentlich nur noch Ja sagen. Die haben die ganze Unterlage schon bekommen. Und die Reisli, die Grünen, das sind einfach zusätzliche Organisationen, wie zum Beispiel kantonale Sozialdienst, Caritas Zürich, Caritas Aargau sind bei uns zum Beispiel dabei, oder eben die SOS-Beobachterstiftung. Und eben, wie gesagt, es sind etwa 250 Gemeinden. Wir haben uns bis jetzt nur auf Deutschschweiz fokussiert, um das ein bisschen einfach zu behalten, auch mit der Sprachbarriere. Unser Ziel ist jetzt, dass wir in ein paar Monaten starten, auch mit der Westschweiz. Und die italienisch sprechende Schweiz nehmen wir dann auch noch irgendein. Genau. Das sind wir jetzt noch zum Schluss. Tobias Scher, sehen wir vor der Kamera. Ich bin der Gründer und Geschäftsleiter, 40% angestellt. Ist ein bisschen mehr als 40% Aufwand. Also ich würde fast jeden Abend an diesem Projekt noch dran. Es ist auch mega viel Herzblut von meiner Seite dabei. Dann haben wir den Benjamin Brändli. Er ist bei uns angestellt als Fachperson IT Operations, ebenfalls 40%. Er ist eigentlich für die Betreuung von unserer ganzen IT-Infrastruktur da. Er hat auch viele Schnittstellen entwickelt, die wir jetzt brauchen aktuell. Und schaut eigentlich, dass der Karin der operative Wörter am Laufen bleibt. Dann haben wir Talia Bohn. Sie ist im Vorstand, ist meine Freundin und zuständig fürs Marketing. Sie hat zusammen mit dem Anand Weber das Co-Präsidium. Und der Anand ist zuständig für Finanzen und Compliance bei uns. Also gerade Compliance ist bei uns natürlich ein wichtiger Teil, weil wir halt eben auch im öffentlich-rechtlichen Bereich halt unterwegs sind. Entsprechend müssen wir auch saubere Vertragsunterlagen haben, gutes Qualitätsmanagement und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch das dritte Vorstandsmitglied, den Mario Böhler. Er ist zuständig für die Multilinguality, also für alles, was den Westschweiz angeht. Und Talia, der Anne und der Mario sind eben der Vorstand. Der Benni und ich sind nicht im Vorstand, wir sind einfach Vereinsmitglieder. Das hat auch wieder mit Compliance-Gründen zu tun. Wir vertrauen uns aber alle noch hundertprozentig. Mir geht jetzt auch kein Sacken aus der Krone, wenn ich nicht Präsident bin. Geschäftsleiter sein von etwas, was man selber gemacht hat und in einem Jahr kann einen kleinen Lohn auszahlen. Da,
das ist für mich wirklich schon, bedeutet mir recht viel. Weil eben, ich habe das eben am 1. April 2020 gemacht und ich habe jetzt wirklich über ein Jahr lang 25 Stunden ehrenamtlich pro Woche investiert in das Teil. Also 2020 war ein absoluter Horror gewesen, das kann ich euch schon sagen. Ich habe meine Bachelorarbeit müssen abschliessen, neben 60% Anstellung gehabt. Und das Problem ist halt, wenn so etwas aufgeleistet ist, so viel Sinn auch dahinter ist, es wird einfach brutal schwierig, um auf die anderen Sachen zu fokussieren. Also meine Bachelorarbeit ist entsprechend auch keine wirkliche 6er-Leistung geworden, sondern eher so ein bisschen 4 gewinnt. Also nicht ganz natürlich, aber man hat schon gesehen, wo der Fokus gelegen ist. Die Experten haben es mir dann am Schluss auch gesagt. Ja, genau. Und da eben noch ein paar Eindrücke. Benni und ich da ein bisschen unter den Tisch am Zeug machen. Letztes Jahr haben wir im Dezember den Young Caritas Award gewonnen. Und da seht ihr mich noch vor einer grösseren Spende von der Uni Zürich. Das waren, glaube ich, 170 Laptops. Das war eine lange Zeit unsere grösste Spende. Die grösste, die wir bis jetzt bekommen haben, war aber von der Schule Uster. Das waren 270 baugleiche Laptops. Dann haben wir auch einen Lieferwagen genommen, sind auf Uster rausgefahren, 3 Ballen gefüllt mit Laptop und dann haben wir die halt aufgesetzt in einem Tag kurz. Also wir haben effektiv einen Tag als dritten, um die aufzusetzen. Das war schon eine krasse Leistung. Es ist entsprechend auch ein recht langer Tag geworden. Ja, also wir suchen natürlich auch weiterhin tatkräftige Unterstützung. Aktuell darf man wirklich schon eine zweistellige Anzahl Helfer dabei haben. Also eben der Benni und ich zählen wir jetzt mal nicht als Helfer, sondern alle, die sonst ehrenamtlich dabei sind. Und wir können jetzt zum Beispiel auch noch mehr machen. Jetzt haben wir gerade nächste Woche ein Meeting mit jemandem, der beim RAF zu Wollen angemeldet ist. Der sucht eine Möglichkeit, um auf dem ersten Arbeitsmarkt ein Praktikum zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, komm doch zu uns. Du kannst bei uns ein cooles Arbeitszeugnis holen, kannst hoffentlich auch ein bisschen etwas IT-mässiges lernen. Und so können wir eigentlich noch viel mehr Gewinn schaffen, als wir sonst schon mit unserer eigentlichen Projektarbeit machen. Und dann schauen wir ein bisschen, fließt auch ein bisschen unser Erfolgsrezept rein. Also in der Regel haben wir einen professionellen Auftritt. Ich zähle zum Beispiel den Pulli als professionellen Auftritt, weil er branded ist. Auch Präsentationen so natürlich. Wir tun sehr oft unser eigenes Vorgehen und auch unsere Prozesse hinterfragen. Weil wir denken, dass das wirklich immer der grösste Innovationstreiber kann sein, wenn du selber wirklich immer hinterfragst, ist das, was wir machen, überhaupt etwas mit Konzept oder nicht. Denn wenn wir natürlich auch eine extrem hohe Qualität abliefern, also eben das Qualitätsmanagement ist bei uns mit klaren Prozessen sichergestellt. Also während der Aufsetzung, vor dem Versenden, wenn wir zum Beispiel auch noch jedes Gerät nochmal starten, machen noch einen letzten Abschlusscheck. Und dann können wir natürlich auch von unseren Kunden dann auch wirklich das Feedback einholen und einbinden. Die ganze Umgebung, die wir nachher gesehen haben, ist einfach ein Produkt von den letzten 12 Monaten, bis es jetzt mal gestanden ist. Also es tut sich natürlich immer ein bisschen weiterentwickeln. Am Anfang haben wir brutal viele Learnings gemacht. Und wo wir können, können wir natürlich auch Standardprozesse automatisieren. Also jetzt gerade diese Woche haben wir gerade unsere ganze Debiturenbuchhaltung kurz alles automatisiert. Das ist jetzt etwas, wo wir nie mehr Sekunden aufwenden müssen, um Debiturenbuchhaltung zu machen, ausser wir haben etwas falsch im System eingegeben. Aber das ist natürlich für uns extrem gut, weil eben, wir haben schon jetzt 150 verschiedene Rechnungsparteien. Und wenn du 150 Mal manuell eine Rechnung machen musst, das machst du nicht lange oder machst du nicht wirtschaftlich. Oder? Und als Wirtschaftsinformatiker sollte mir das ja etwas sein, was ich auch ein bisschen anschaue. Also alles in allem tun wir mit diesen Punkten eigentlich wirklich unsere fortlaufende Weiterentwicklung sicherstellen. Und so wie es jetzt aussieht mit dem Erfolg, den wir in den ersten Jahren schon können erzielen, glaube ich, dass es auch der richtige Weg ist. So, jetzt zum Schluss von dieser Präsentation noch kurz, wie ihr jetzt selber könnt helfen könnt. Ich glaube, das, was ihr am meisten Impact könnt haben, wenn ihr in eurem Unternehmen mal fragt, was mit den alten Geräten passiert. Also es gibt ja auch Firmen, die ihre Geräte leasen und das wird auch gerne als Ausrede verwendet. Grundsätzlich können eigentlich sehr viele Unternehmen mitbestimmen, was mit ihren geleasten Geräten passiert. Oder man kann, es ist zum Beispiel auch nicht verboten, in einem Intranet mal eine Meldung zu stellen, wenn zum Beispiel Laptops an die eigenen Mitarbeiter verkauft werden. Meistens ist es nur eine Frage vom Willen, ob ein Unternehmen wirklich mithelfen oder nicht. Es hat auf jeden Fall einen riesen Impact für viele Leute in der Schweiz, die sich selber nicht helfen können. Dann der zweite Punkt ist natürlich, weiset auf das Projekt hin, egal beim Schulrahmen, bei der Arbeit oder privat. Vielleicht kennt ihr ja irgendjemanden, der genau im ersten Punkt könnte helfen könnte. Oder eben vielleicht jemanden, der mitschaffen will, sucht irgendetwas Sinnvolles, hat gerade selber einen Laptop. Und schlussendlich verbindet uns mit weiteren Kontakten, die uns helfen bei unserer Mission.
Also eben, unser Netzwerk, das ist natürlich jetzt noch relativ überschaubar, oder? Es kommen jetzt aber auch schon mittlerweile recht grosse Firmen auf uns zu. Ich glaube, es gibt da noch viel Potenzial, weil eben die Idee stößt eigentlich bei sehr vielen Leuten auf Anklang. Weil eben schlussendlich geht es eigentlich darum, dass viele auf unsere Hilfe zählen. Also nicht nur auf uns von Wir lernen weiter, sondern ohne Leute, die spenden, ohne Leute, die jetzt effektiv sich auch für die Thematik einsetzen, außerhalb von dem Projekt, geht es halt nicht. Und das heisst auch, dass wir nochmal gemeinsam die ganze Schweiz können digitalisieren und dort zählen wir wieder auf eure Hilfe. Da der QR-Code meistens überflüssig, ihr könnt einfach Tobias Schere geben und dann kommen dann 20'000 Resultate über für Wir lernen weiter oder ähnliches Zeug. Und eben, ich würde mich freuen, wenn ihr auch in eurem bestmöglichen Rahmen könnt mithelfen könnt. Machen wir zusammen den Unterschied und schauen wir, dass wir faire Chancen in schweren Zeiten generieren können. So, jetzt, ich wollte euch eigentlich noch mehr zeigen. Also der Applaus, wenn wir nicht, ich weiss, wie seht ihr jetzt die Oberfläche? Donnerstag, 6. Mai, seht ihr das Zeug? Ich wollte euch noch kurz zeigen, wie das genau aussieht jetzt. Also eben da, wo wir uns jetzt befinden, das ist jetzt eigentlich das ZorinOS. Das ZorinOS ist eigentlich das Betriebssystem, wo wir alle auf den Laptops drauf haben. Das ist ein Open-Source-Betriebssystem. Also dort zahlst du keine Lizenz, nichts. Das wird von Freiwilligen weiterentwickelt. Und das ZorinOS ist eigentlich unsere... sagen wir jetzt mal unsere Schalt- und Faltzentrale auf den Geräten, weil eben grundsätzlich, wenn du auf ein Gerät musst, Windows 10 Lizenz draufhauen und Office, dann bist du allein bei diesen Kosten wahrscheinlich bei etwa 150 Franken, oder? Darum haben wir gesagt, wir setzen ausschließlich auf Open Source. Und das ist jetzt gerade so ein Beispiel. Also so sieht die Geräte eigentlich aus, natürlich schön branded durch uns. Und da in der Taskliste sehen wir dann auch eigentlich, was wir alles schon installieren. Wir tun dann natürlich alle nützliche Sachen rein. Also die Leute haben zum Beispiel die Möglichkeit, so eine Hilfe aufzusuchen, wo sie wirklich also viel besser als im Windows gerade entsprechend Tooltips bekommen. Also zum Beispiel, wie sie das Netzwerk, das Internet und das E-Mail einrichten können. Dann haben sie dann natürlich noch eine Möglichkeit, zum entsprechenden Software runterzuladen, wo auf dem Betriebssystem möglich ist. Also übrigens, ich habe schon selber herausgefunden, auf dem ZorinOS Game ist im Fall besser als auf Windows 10, weil es braucht schon viel weniger Ressourcen. Und du kannst auch irgendwelche 10-jährigen Games rein tun. Du musst keinen Kompatibilitätsmodus rein tun. Das funktioniert irgendwie auf diesen Maschinen einfach. Also letztens ist irgendein gekommen mit so einem Landwirtschaftssimulator oder so aus dem Jahr 2010 oder so. Also etwas Urals wirklich. Und dann haben wir das reingeschoppt und dann jetzt halt ein paar Sachen installiert. Und das hat nachher super funktioniert. Und die meisten Sachen findest du eigentlich auch drauf in dem App Store. Also eben Spotify, was auch immer. Also ich habe zum Beispiel auch, wenn ich Videos und so mache, verwende ich meistens nur Open-Source-Sachen, zum Beispiel OVS, GIMP und so Zeugs, und das kannst du da alles installieren. Das Einzige, was aktuell nicht geht, sind also Sachen wie Adobe Creative Cloud. Ich glaube, wenn du keinen Laptop kannst leisten, dann kannst du auch keine Adobe Creative Cloud Lizenz leisten. Von dem her eben ist eigentlich unser Sinn und Zweck, dass man wirklich mit Open-Source allein etwas kann geben kann, wo die Leute damit arbeiten können. Und dann natürlich eben, wenn die Leute ja meistens auch noch Dokumente zu erfassen, darum tun wir auch noch LibreOffice drauf. LibreOffice ist eigentlich wirklich ein 1-zu-1-Klon vom Office 365. Aber meine Entschuldigung ist nicht so schnell bei meinem PC, weil das halt in einer virtuellen Maschine reinläuft. Aber wie ihr seht, das ist Navigation von dem LibreOffice, das ist jetzt Word Pendant. Das ist genau gleich. Also wenn du jetzt zum Beispiel schon mal mit dem Word geschafft hast, dann kommst du halt da zurecht, oder? Und wenn du eh noch nie ein Dokument selber erfasst hast, dann müsstest du es auch beim Office 365 lernen. Und dann kannst du einfach ins Internet und ein Tutorial anschauen, weil das LibreOffice ist mega verbreitet. Und dann halt noch so das Zeug da, Skype, Zoom und Teams. Ja. Und eben, wenn sie es wollen, können sie auch bei uns den Tutorials anschauen, was eigentlich da in 4 Minuten gehören. Also ein bisschen Zusatzeinstellungen, zum Beispiel eben mit Lautstärke einstellen, die generellen Settings und so. Es ist wirklich alles sehr intuitiv. Vor allem, also eben, es ist auch geeignet für Leute, die wirklich nicht viel mit Laptops geschafft haben. Ich glaube, gerade der Ruf von Linux-Betriebssystem als Bastler-System, das ist seit einigen Jahren nicht mehr wirklich tragbar. Wir sehen es da jetzt gerade selber, das ist jetzt das Betriebssystem in Action. Das funktioniert, das ist stabil. Es kann genau das für das, was muss verwendet werden. Du kannst ins Internet, kannst Dokumente bearbeiten und mehr brauchst du im Regelfall nicht. Ja. Ich glaube, jetzt bin ich langsam fertig. Jetzt habe ich genau eine halbe Stunde gehabt. Mal lieber, wenn ich enttäusche. Das ist jetzt sehr antiklimatisch gewesen. So. Entschuldigung. Ja, super. Sehr gut. Danke vielmals, Tobias.
plus minus ein paar Minuten und so weiter, das spielt überhaupt keine Rolle, aber spannender Einblick, danke vielmals. Ja, ich würde gerne die Fragerunde eröffnen. Wem darf der Tobias die erste Frage beantworten? Ja, vielleicht zuerst mal gratulieren, es ist ein mega cooles Projekt, wirklich. Und Respekt, dass du das so in einem Jahr hast können aufbauen. Ich meine, du musst ja mega viel lernen, auch sonst noch eben oder so Debitoren, Buchhaltung, welche Software nimmst und die kostet ja meistens auch noch ein bisschen etwas und ja, das Ganze evaluieren. Eine Frage noch, was mich noch unternimmt, wie alt sind die Laptop oder wie alt dürfen die Laptop höchstens sein? Haben die da so Kriterien, was so hardwaremäßig muss erfüllt werden? Ja, also das Alter gibt es eigentlich nicht. Bei uns ist eigentlich das Ausschlusskriterium ist meistens der Prozessor, oder? Weil den kannst du schon auch ersetzen bei einem Laptop, aber das machst du halt auch nicht nach 80-20-Prinzip. Also wenn die Maschine irgendwie so 6-7 Jahre ist, dann ist es relativ safe eigentlich. Ja. Wenn die Maschine 2-jährig ist, dann musst du uns halt mal den Gerät angeben und dann können wir das entsprechend dann, also können wir das dann anschauen, eine Prozessorenleistung und so passt oder nicht. Ja. Und dann geben wir dann auch automatisiert wieder ein Feedback, entweder heisst, ja, kannst du dein Gerät uns geben, dort und dort kannst du es hinschicken. Also kannst du einfach auf der Website auf den Service Desk gehen und dort mal das Modell angeben und dann schauen wir das dann an, da kommst du von uns dann Nachricht. Ja. Jetzt habe ich aber noch im Chat eine Frage gehabt. Chat noch eine Frage, ja genau. Ja, ja genau. Datenschutz. Wie stellt ihr Datenschutz von abgeholten, zugesandten Geräten sicher? Ich nehme mal an, du meinst jetzt wegen der Daten, die auf der Festplatte sind, Alex. Habe ich das richtig verstanden? Okay. Also im Regelfall wechseln wir sowieso die HDDs auswechseln. Also wir haben bei sehr wenigen Geräten haben wir schon SSDs drin. Und die HDDs, die werden einfach physisch zerstört. Und that's it, end of the line. Also wir geben die in der Regel über TCA, geben wir die zu Reiswolf und dann werden die einfach physisch geschreddert und dann passiert gar nichts. Uns interessiert auch kein Passwort oder so, weil wir gehen wirklich einfach an, dann das Live-System booten, über PXC, Gerät registrieren und dann werden die Datenträger ausgebaut. Die gehen gar keine Daten raus. Bei SSDs tun wir Datenträger löschen nach dem NIST 888 Standard. Das ist ein amerikanischer Standard zum sicheren Bereinigen von SSDs. Und that's it. Also ich kann euch vielleicht noch zeigen. Jeder, der bei uns das Gerät spendet und auch seine Spendereferenz angibt, der kommt ein Zertifikat über. Ich kann euch sonst mal kurz eins zeigen. Das ist eben auch so etwas, was sonst für das Zeug wirst zahlen, oder? Also eben so Zeug wie D-Bahn und so verwenden wir gar nicht, weil es einfach nicht sicher ist für SSDs zum Beispiel. Das ist so ein Löschzertifikat, oder? Das wird automatisch generiert von unserem System. Du siehst dann genau dein Gerät, du siehst die Referenzen drauf, das Modell, die Seriennummern und dann, was für Festplatte das drin gehabt ist, plus Löschmethode. Da ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, was wir jetzt mit unserem Löschvorgehen gemacht haben. Dort jetzt zum Beispiel am Schluss auch einen Bitchecker. Und sobald die Bitsumme größer gleich 1 ist, dann wird nochmal alles gelöscht, alles nochmal unpartitioniert. Und dann ist das Zeug sicher. Also, wir haben das natürlich auch getestet. Jetzt sind wir aktuell auch gerade mit dem InfoGuard dran, dass wir dort noch einmal von einer würdigen professionellen Bude genau das gleiche Feedback bekommen. Ich gehe darum jetzt sagen, dass wir echte Linux-Cracks sind. Wir bringen das Zeug nicht an. Also wir können nichts wiederherstellen und ich glaube, so auf den Kopf sind wir nicht gefallen. Aber Alex, das würde mich jetzt gleich noch wundern, hast du sonst selber dort schon Erfahrungen gemacht oder irgendetwas, was dich gerade technisch würde interessieren? Es ist einfach so, das Problem, das du eigentlich immer wieder hast und etwas abgibst, ja, was passiert damit? Oder? Ich meine, die Unsicherheit hat jeder, oder? Man hat vielleicht irgendwie private Sachen drauf, Fotos und Musik oder was weiß ich. Und dann hast du im Prinzip keinen Bock drauf, dass das irgendwo noch in einem dubiosen Kanal landet oder was weiß ich. Oder? Und von dieser Seite her würde ich es jetzt zum Beispiel auch als positiv erachten, wenn er irgendwie so ein, ich sage jetzt, dass ein Download-Software kannst du anbieten, wo du im Prinzip deine Harddisk gerade cleanen und dann schickst du die Kiste nachher ein und dann nachher weisst, ja, jetzt ist gut. Ich meine, jetzt kann ich wieder sagen, ja, das Clean-Programm kann ja auch wieder irgendetwas verschlüsselt sein, ist klar, aber es gibt so Public-Software, wo ich weiss, wo scheinbar das müsste machen. Wenn du das auch überlegt, dann wir das schon so vorgelagert anbieten. Das Problem ist halt, wenn du irgendeine Festplatte löschen willst, das kannst du nicht machen, wenn du das Betriebssystem noch drauf hast. Was kannst du machen, ist zum Beispiel ein E-Boot Windows 10 Tool verwenden. Da kannst du eingehen, diesen PC zurücksetzen und dann wartest du halt einfach 2-3 Stunden vor deinem PC, oder wenn es nur einigermaßen ist. Also, da kannst du machen, oder?
Die Frage ist einfach, ob es die Leute nachher richtig machen. Oder? Und ich sage, in den meisten Fällen, die rauskommen, die löschen das Zeug auch. Und die, die es nicht löschen, wo wir Geräte noch mit Daten drauf bekommen, bei denen ist es vielleicht gut, dass wir es machen und nicht sie selber. Weil eben, also, wenn ich zum Teil gesehen habe, was dort, also weißt du, zum Teil schreiben uns Leute wirklich Passwörter und so drauf. Und wir schreiben extra in den Nachrichten, schickt uns keine Passwörter, es interessiert uns wirklich nichts. Und du siehst, also, manchmal wird ein Betriebssystem drauf, da kommst du gerade im ersten Anlauf aufs Live-System und dir nimm mal das Passwort auf dem Konto, oder? Und dann ist es fast ein bisschen zumutig, oder? Weil, wenn wir sagen, hey, lösch das Zeug gerade selber, dann tun wir wie auch ein Eingeständnis machen, von wegen, ja, du trägst alle Verantwortung. Wir wollen aber die Verantwortung selber tragen, weil wir es wirklich professionell machen können. Und dass ein Gerät auf dem Weg zu uns per Post verloren geht, schätze ich jetzt als unwahrscheinlicher, als dass man sonst schon unsensibel mit seinen Daten umgeht. Ja, das ist sicher so, oder? Ich denke jetzt einfach zum Beispiel an das Clonezilla, wo effektiv auch so ein Bootprogramm ist, wo du eigentlich auf dem Ding unten kannst machen, auf dem BIOS unten quasi kannst anwählen, also dort drauf bootet, und dann kannst du eigentlich einen Suite machen, wo im Prinzip die ganze Harddisk eigentlich tut, ich sage jetzt mal, swipen, oder? Also was wir geplant haben, ist ein Video mit verschiedenen Löschmethoden, wo in das Thema geht. Also weißt du, wir haben jetzt auch schon das erste Video auf YouTube gemacht. Wir planen jetzt so eine Videoserie, wo wir verschiedene Themenbereiche haben. Dort ist eben zum Beispiel eine sichere Datenlöschung auch ein Thema. Aber es ist nicht so, dass wir die Verantwortung abgeben, wir müssen einfach aufklären. Also, weil eben, es gibt zum Beispiel auch D-Bahn, vielleicht kennst du das schon. Das ist aber zum Beispiel nur geeignet für Harddisks oder für die magnetischen Disks. Das ist bei SSDs, kannst du nicht verwenden, weil es dann einfach nicht sauber löscht. Und viele Leute dann aber gleich mit dem D-Bahn probieren, SSDs zu löschen. Und das ist dann noch genau dort, wo das Zeug nicht sauber wegkommt. Darum wollen wir dort auch ein Video machen. Ich glaube, wahrscheinlich wäre das genau so etwas, wenn wir das verlinken, dann wäre der Teampunkt eigentlich schon abdeckt, wahrscheinlich. Ja, eben, wenn kannst du den Leuten die Chance geben, dass sie von sich aus, vielleicht weil sie halt ein bisschen Bedenken haben, dass man dort Aktionen schon vollziehen kann und kannst auf deiner Homepage schauen, das ist How-To, los, was kannst du zu deiner Sicherheit vorbereiten, dass das Ding kannst klären und nachher auch die weiteren Schritte eigentlich wohin schicken, wie du verpacken und tralala. Und was muss alles dabei sein und was kannst du selber entsorgen, wenn es so etwas gibt, oder? Dass irgendwie so etwas hat schon. Ja, das nehme ich auch mit als Punkt. Danke vielmals für den Punkt, Alex. No problem, sonst finde ich es eigentlich eine super Sache. Gratulieren, super Geschichte, ich habe es gelesen. Schon mal vorgegangen, darum habe ich mich angemeldet, weil es ein Wunder genommen hat. Und auf der anderen Seite im Keller unter einem PC, den ich unbedingt schicken möchte. PC oder Laptop? Nein, es ist ein Laptop, aber es ist ein Laptop. Ja, es ist kein PC, nein, das ist jetzt kein wir haben fast schon Geschichten gehabt, weil wir wirklich Firmen uns 400-500 PC schicken, oder? Und dann haben wir denen müssen sagen, hey, schaut schon, um einen ist logistisch ein Altraum, oder? Du brauchst die ganze Peripherie, musst das ganze Zeug durchtesten. Und mit dem Postversand ist es halt ziemlich schnell semi-sexy, oder? Weil du musst eine riesen Schachtel haben, musst das Zeug irgendwie sicher verschicken. Und das tun wir uns da. Dann sagen wir lieber, hey, schau, verzichten wir auf den PC, dafür machen wir Laptops, hast du gerade alles einfach eine Workstation fertig. Ja. Ja, aber was ich noch anfügen will, ist, ich sage jetzt, du hast vorhin gesagt, man soll checken, ob das Modell überhaupt noch einschicken soll oder nicht, oder? Ich meine, wenn ihr irgendwie so eine Datenbank von den Herstellern habt, die ihr könnt absaugen könnt, wo ihr nachher könnt quasi so Selbstportal haben könnt, wo kannst du rasch eingeben und dann kommt zurück, jawohl, ist gut, dann schickst du, oder nein, lass, schick es direkt irgendwie zum Recyclinghof, oder? Das, also als Add-on, oder? Ich meine, wenn du keine Zeit mehr hast und zu viel Zeit hast für das Private, dann kannst du dich vielleicht eher noch widmen, oder? Ja, hast du mir mal bei IceCat angefragt? Das ist ein grosser Datenverkäufer in Europa. Ey, da kannst du im Fall nicht zahlen, die Datenbanken für Laptops. Du kannst einfach nicht zahlen im Fall. Und vor allem, wenn wir so eine Bandbreite, weißt du, wenn wir das würden machen, ich meine, wir haben jetzt 1800 Laptops, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Modelltypen, oder? Ey, das. Also was wir da zum Teil gesehen haben im Fall, wir haben alles schon bekommen, also auch schon PCs, die wirklich noch mit dem MS-DOS und so, also wirklich kein Witz im Fall. Das Zeug ist älter als ich. Und ich bin ja nicht mehr der Jüngste, also jetzt muss ich da aufpassen im Kontext. Aber also eben zum Teil kommst du jetzt Zeug, aber du denkst auch nicht dran. Oder? Also jetzt gerade oben haben wir auch wieder diese Woche ein Gerät bekommen, wo uns einfach einer geschickt hat, ohne sich anzumelden. Das ist wirklich ein Gerät, wo noch Windows 95 drauf ist. Du machst ein Museum.
Wir machen jetzt so eine Serie bei uns auf Social Media von der Woche, wo wir so Sachen dann posten. Also das ist dann mega einfach. Du musst einfach ein Bild machen von etwas Lustigem, schreibst irgendeinen Fun Fact dazu und dann irgendeinen Call to Action. Und dann hast du schon irgendwie für 10, 20 Wochen kannst du so Beiträge machen mit relativ wenig Aufwand. Ja, und das Zeug rühren wir nicht weg. Also, ich bin bezüglich bei dem 1. August angezündet. Ich glaube, dort habe ich mal den ganzen Schrott weggerührt. Aber wenn jetzt irgendwie so Macintosh oder so wird rausziehen, dann würde ich natürlich dann schon abhalten, oder? Ja, genau. Was waren die grössten Probleme? Für mich persönlich ist das grösste Problem nichts, was mit dem Business zu tun hat. Es ist für mich wirklich, es ist so viel Leidenschaft in mir, ich habe wirklich Mühe gehabt, das abzugrenzen zwischen dem normalen Arbeiten, wo ich einen Lohn verdiene, und wie viel ich da dafür investiere. Weil es ist, also ich habe krass Minus gemacht. Und ich bin mega froh, dass ich einen Arbeitgeber habe, der das überhaupt zulässt. Die stehen auch zu mir, die lernen das auch zu. Die sagen, hey, look, du musst das machen, was du machen musst. Und du machst eine gute Sache. Du hast nicht irgendwie verblödeln oder so. Aber das ist für mich effektiv das, was mir am meisten zu denken geht. Also auch wirklich so weit, dass ich zum Teil wirklich immer am Monatsende die Angst habe, dass mir jetzt den Arbeitgeber wird können, weil ich meine Stunden so mache. Ist klar, verhindern, also für mich ist das einfach, ich habe natürlich das von Anfang an vom Projekt schon gesagt mit dem Arbeitgeber, hey, ich weiß nicht, wie viel Aufwand das wird, aber es ist für mich schon nicht so cool gewesen. Auch eben mit der Bachelorarbeit, jetzt habe ich einfach irgendetwas gemacht schlussendlich. Aber es ist, wenn ich so denke, für mich selber, ich glaube, es hat niemand darauf gewartet, dass der Tobias Scher den Bachelorabschluss macht. Im Team bin ich auch gut ersetzbar, blöd gesagt, ob ich jetzt da 10 oder 15 Stunden weniger im Monat arbeite, interessiert niemand. Aber ein IT-Hilfswerk machen aus dem Nichts raus, das scheint mir noch recht relevant zu sein, weil vor allem auf der politischen Ebene nichts stattfindet. Und vielleicht verstehen die so meine Gewissenskonflikte besser, aber es ist effektiv das grösste Problem gewesen, abzugrenzen zu anderen Zeugen. Meine Freundin, die ist auch sehr geduldig, weil ja, die hat auch einiges müssen zurückstecken. Also nicht müssen zurückstecken, aber einige Mal einen nervösen Tobias müssen erleben, wo dann Laptops aufsetzen am Abend und so in der Nacht müssen aufschauen, Zeug machen. Ja, das 2020, das ist, es hat viel zurückgegeben, aber es ist damisierend stressig gewesen. Was anderes kann man es nicht sagen. Ich hoffe, so beantwortet, Christian. Oder soll ich dir noch ein paar organisatorische Sachen sagen, wo... Ja, komm, mach ich. Es ist ja keine andere Frage, sonst in der Zwischenzeit. Organisatorisch. Ja, Probleme haben wir eigentlich gar nicht gehabt. Also ich glaube, die grösste Schwierigkeit, also Probleme eben, Gott behüte oder Holzanlagen, noch nie etwas Größeres gehabt. Aber ich glaube, die grösste Schwierigkeit oder das, was am schwierigsten für uns ist, effektiv die Balance zu finden zwischen wie viel Geld bekommen wir, wie viel geben wir raus und wie viel Lagerkapazität haben wir. Oder? Weil wir haben jetzt zum Beispiel da, das ist oben dran ein Stock, mein Ganze, also das ganze WLW ist ein Stock oben dran von dem, wo ich da jetzt wohne. Wir haben Platz für 500-600 Laptops. Klingt nach wenig, oder? Aber wenn du halt alle 2 Wochen irgendwie fast 100 Laptops rausgehst, ist es nicht so viel Reserven, oder? Du musst dich auch immer wieder einstellen, dass du irgendwie ein bisschen, vielleicht ein paar Flautentage hast, dass du irgendwie vielleicht gar keine Grosslieferung mehr bekommst, mehrere Monate. Und gleich bestellen die Gemeinden immer weiter und die Organisationen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich unser grösstes Risiko. Sonst sehe ich eigentlich nicht grosse Schwierigkeiten, aber Probleme bis jetzt noch nie gehabt. Also ich glaube, es ist auch wirklich viel dafür zu verdanken, weil wir halt wirklich sehr selbstkritisch umgehen und auch risiko-aware handeln. Also eben auch gerade bei dieser Datenlöschung oder so, proaktiv schon anfangen zu schauen, hey, wie kann man Datenlöschung sauber machen. Nicht, dass irgendwie dann scheiße, ja, wir machen das mit den Daten und dann passiert gar nichts, oder? Ja, keine Ahnung. Hoffe ich irgendwie so beantwortet. Sonst musst du dich kurz melden, Christian. Habt ihr mit Post oder Logistiker ein Agreement für den Versand? Ja, also die Tochterfirma von Planzer, Qualinight, haben wir. Und die haben uns wirklich einen ganz guten Deal gemacht. Unabhängig vom Gewicht bis 35 Kilo, glaube ich, 9 Stutz, da kannst du nichts sagen. Bei der Post kommt das Gleiche nicht. Also sie haben jetzt auch bei uns geholt, alle 2 Wochen. Wir haben so schöne Postwagen, wo wir ein Paket rein tun können. Wir haben fast jeden Monat wieder einen weiteren Postwagen anstellen. Meine ganze Garage ist schon voll mit dem Zeug. Aber die können das wirklich abholen.
bei der Post müssen wir es halt selber abgeben, oder? Dort ist nicht relevant, bis irgendwie 100 Pakete im Tag verschickst oder so. Und vor allem, wenn du es auch nicht mit den Konditionen entgegenkommen. Dort muss man aber auch sagen, ich bin seit einem halben Jahr nicht mehr auf die Schweizer Post zugegangen und dann angefragt. Aber ich glaube, die Konditionen, die wir jetzt von Qualinight bekommen, das ist unmöglich zum toppen, weil eben das wird am Donnerstagmorgen geholt und am Freitag sind die meisten schon verteilt, oder? Also, wenn du ein A-Prio-Päckchen willst bei der Post, dann zahlst du ab 5 Kilo schon in 12 Stutz und musst das Zeug noch selber vorbeibringen, oder? Zweimal verloren. Also, ich bin zufrieden mit dem Zeug, das wir jetzt haben. Hey, mega cooles Projekt. Vielen Dank, dass du uns das hier präsentiert hast heute. Du hast erwähnt, dass der Festplatten und RAMs ersetzen, oder, in den Laptops. Mhm. Wie handelt ihr es mit Batterien? Gibt es da irgendwie gewisse Kriterien, die ihr anschaut, oder irgendwie, wie so nicht, das Alter oder eine gewisse Kapazität, die sie müssen haben? Also mit Akkus tun wir, also eigentlich das Aufsetzen, Datenlöschung und so, das ist alles entkoppelt vom Akku das erste Mal. Sobald es nachher in die letzte Testphase geht, tun wir eigentlich Geräte ausstecken und dann sehen wir gerade, welche sind eigentlich tot. Weil die Geräte können wir nachher bei uns gerade ins Lager hindern. Also wir haben extra so ein Batterie-Rack, wo wir alle Laptops haben, die kaputte Batterien haben. Und dann tun wir eigentlich die anderen Geräte genau gleich aufsetzen. Also weißt, die Akkus, die Laptops, die wir rausgeben, die haben sicher etwa 10-15 Minuten mindestens, meistens natürlich viel länger. Aber wir haben auch dort auf der Anleitung und so, steht auch ganz klar, hey, look, wenn du einen 6-7-jährigen Laptop hast, der wird dich viel mal entladen und geladen worden ist. Das ist halt auch nur Verbrauchsmaterial, wie beim Handy, oder? Ich bin jetzt aktuell dran, einen Deal mit einer grossen Akkufirma oder so einem Akkuvertreiber auszuhandeln, dass wir unseren Klienten Gutscheine geben könnten. Aber eben, die Akkus kosten nichts. Also, die sind vielleicht 25 bis 40 Stutz und die kannst du auf subtel.ch zum Beispiel kaufen. Da hast du noch wieder 4-5 Jahre Ruhe. Wir stellen einfach sicher, dass wir nur Laptops rausgeben, wo auch kurz einen Arbeitsplatzwechsel zum Beispiel kannst machen. Und bei RAM und Akku, ja, eben klar, oder bei Geräten, wo zum Beispiel dann eine andere Beschädigung haben, zum Beispiel das Motherboard kaputt ist oder so, dort nehmen wir noch die Akkus raus. Und gehen dann gerade hinterher schauen, als erstes im Lager, wenn wir einen Laptop haben, wo der Akku könnte brauchen. Und falls nicht, dann den schön beschriften, schreiben den sauberen Modelltyp drauf, legen sie ins Lager rein und dann vielleicht kommt der Tag, wo wir dann den Akku wieder brauchen können. Und der geht oder geht vielleicht nicht, das könnte vielleicht dann aus dem Gerät gar nicht mehr laufen. Ja. Merci. Bitte. Gut. Super, also Tobias, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblick. Und da würde ich doch sagen, tue ich jetzt den WonderMe-Raum auf. Ich tue dann das auch noch in den Chat hineinschreiben, damit ihr einfach nur könnt, draufklicken könnt. Jetzt solltet ihr das nochmal sehen, da meine Präsentation. Ich habe einen WonderMe-Raum aufgesetzt mit 6 so Apero-Tischchen. Wir jetzt schauen, je nachdem, wie viele Leute wir sind. Wir haben einfach 6 Tischchen zur Verfügung. Ich weiss nicht, ob ihr WonderMe schon könnt. Ihr könnt euch dort einloggen. Also einloggen, ihr müsst einfach auf diesen Link klicken oder einen Link eingeben. WonderMe ist bitte für Google Chrome und Microsoft Edge optimiert. Also ich habe ja auch schon teilgenommen mit Mozilla Firefox, aber ist für Chrome und Edge optimiert. Also idealerweise macht man mit so einem Ding mit. Man muss die Kamera freigeben und das Mikrofon über den Browser und hat dann nachher Zugriff, kann sich selber so verschieben und ist eigentlich so ein virtuelle Networking-Plattform, die ich finde, hat sehr, sehr coole und gute Funktionen, um sich da entsprechend austauschen. Gut, also, Kamera und Mikrofon könnt ihr nicht gleichzeitig in 2 Applikationen freigeben. Ich würde jetzt den Link noch in den Chat rein tun vom Zoom-Meeting, damit ihr das einfach noch könnt anklicken oder wegkopieren, den entsprechenden Link. Und dann würde ich sagen, die noch Lust und Zeit haben, sehen wir uns noch kurz ein paar Minuten dort und könnt noch einfach simplen und Networking betreiben. Und sonst wünsche ich einen schönen Abend. Danke vielmals fürs Teilnehmen. Danke Tobias noch einmal, es war sehr spannend, der Einblick. Und
einen schönen Abend oder bis gerade im Wundermeerraum. Danke dir, falls. Bleib gesund, die Leute. Guten Abend.